Ich habe mir einen Rucksack gekauft. Tropic Feel ist die Marke dieses Rucksackes. Entdeckt habe ich das Modell auf Kickstarter. Ich habe fast ein Jahr lang gewartet, bis er geliefert wurde, und mittlerweile habe ich ihn schon dreimal ausprobiert. Der Rucksack kostet 139 Euro. Ich habe noch einiges an Zubehör mitgekauft, was dann auch jeweils mit 30 Euro zu Buche schlug. Ich werde beim Auspacken zeigen, was er alles kann und warum ich ihn auch recht gut finde. Hier zuunterst ist ein Expansionsfach, das kann ich ganz einfach öffnen, und hier habe ich meine Schuhe verpackt. Dieses Fach lässt sich im Rucksack versorgen, wenn ich den Rucksack später brauche, um etwas anderes zu machen. Bleiben wir gleich noch auf der Vorderseite. Hier dran, magnetisch angemacht, ist mein Necessaire. Das ist eine von drei Erweiterungen, die man hinten anmachen könnte. Ich habe mir das Necessaire für die besagten 30 Euro angeschafft. Besonders praktisch finde ich an diesem Necessaire, dass es auch gerade einen Haken dran hat, so dass ich es einfach im Badezimmer aufhängen kann. Wenn ich jetzt hier weiter auspacke, habe ich mal die Schnallen oben zum Öffnen. Da kann ich alles, was ich während der Reise schon brauche, versorgen. Das wäre die Jacke, die Sonnenbrille und natürlich die Apotheke. Immer wichtig, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Was ist aber, wenn ich etwas benötige, das unten im Rucksack ist? Und was mache ich mit den Kleidern? Und hier ist eigentlich das Geniale an diesem Rucksack: Es gibt eine zweite Möglichkeit, ihn zu öffnen. Und zwar kann ich praktisch das ganze Rückenteil wegnehmen und man sieht schon, alles fliegt mir entgegen, und hier entdecken wir das nächste Stück, das mir an diesem Rucksack gefällt. Und zwar alle Kleider, die ich mitnehmen will, sind hier verpackt. Was ich hier habe, ist das Kleiderkompartiment. Ich kann das öffnen. So. Und dann habe ich hier alle meine Kleider schön griffbereit. Und das Gute daran ist, auch das kann ich wieder so zusammen machen, dass ich es dann bequem in den Schrank hängen kann, und alles ist von der Front her erreichbar. Wunderbar zusammengelegt. Wenn ich es wieder verpacken will und möglichst wenig Platz brauche, ich lege die Kleider rein, ich komprimiere es, ich ziehe hier dran und das Ganze ist wieder schön kompakt verpackt. Zurück bleibt jetzt eigentlich die Hülle des Rucksacks. Auch darin habe ich zum Beispiel eine Tasche zum Verpacken meines Notebooks, ist hier schön geschützt, oder dann das Stromkabel und was immer man dann sonst noch dabei haben möchte. Wenn ich dann im Hotelzimmer eingerichtet bin, lege ich den Rucksack wieder zusammen und ich versorge jetzt hier die Expansion im Boden des Rucksacks. Ich kann den Rucksack damit deutlich kleiner machen. Er ist dann auch besser zusammengelegt, wenn ich ihn wieder habe. So, der Rucksack ist jetzt deutlich kleiner, und während meines Aufenthaltes hier kann ich ihn als Tagesrucksack benutzen. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Ich bin damit wandern gegangen. Hier sieht man mich auf dem Rückweg vom Augsmatthorn. Eine doch eher anspruchsvolle Wanderung. Vor langer Zeit bestellt, erst kürzlich erhalten und jetzt dreimal für einen Wochenendtrip ausprobiert. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Der Rucksack macht einen sehr soliden Eindruck und das Zubehör, was es dazu gibt, ist wirklich praktisch. Der Rucksack von Tropic Feel kann ich dir bestens empfehlen.